Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wolf und Würfelig bei wunderschönem Regen. Ja, das kotzt mich nach wie vor an Minecraft an. Ich weiß nicht, was sich Mojang dabei gedacht hat, Regen einzuführen, den man nur vorübergehend ausschalten kann und der alle verfickten 10 Minuten wiederkommt. Und jetzt muss ich wieder, weil das eine ältere Welt ist als diese, wo man quasi neue Welten erstellen konnte, mit Cheating Mode an. Da das eine ältere Welt ist, muss ich jetzt auch noch in einer LAN-Welt das Ganze umstellen. Das ist halt, ja, ihr wisst schon, alles scheiße und so. Macht aber nichts, denn es geht weiter mit meinem Haus hier. Und ja, ich muss mir jetzt noch überlegen, wie ich jetzt hier diesen letzten Teil des Hauses beenden kann, denn danach ist mein Haus tatsächlich fertig. Das ist schon wirklich erstaunlich. Ich hatte nicht mehr damit gerechnet. Hat auch ziemlich lange gedauert jetzt, 2 Wochen fast, bis ich hier mal das Ganze fertig hatte. Denn wenn man das Ganze aufnehmen will, dann muss man natürlich immer darauf achten, dass alle Leute in dem Haus außer Haus sind, damit es niemanden stört. Und dann muss das Ganze auch noch aufgenommen werden, worauf man dann manchmal keinen Bock hat. Und demnach, ja, kommt dann sowas bei raus. Ich baue jetzt hier noch einen kleinen Mini-Erker. Allerdings einen, der so auf dem Boden steht. Vielleicht in etwa so. Der soll einfach nur dazu dienen, dass diese Fassade hier auch ein bisschen interessant ausschaut und das ganze Haus auch nicht so eine symmetrische, fast hakenkreuzförmige Art kriegt. Warte mal. Nee, okay, Hakenkreuz wäre falsch. Nee, so geht's halt. Da wird's noch etwas länger und ja. Ja. So schaut das Ganze von oben aus. Begebe ich mich mal wieder runter und baue jetzt hier weiter. So. So. Und dann. So. Ja, worüber könnte ich reden? Neulich hatte ich eine Diskussion, beziehungsweise nicht nur ich, sondern auch noch ein Freund von mir. Und es ging dabei um vegetarisches Essen. Und ja, das Interessante ist, dass nach wie vor, wenn man sich so im Internet umschaut, also ich persönlich, das muss ich nochmal vorwegnehmen, esse Fleisch und esse es auch, um ehrlich zu sein, sehr gerne. Aber ich finde es doch erschreckend, dass im Internet viele Leute sich über Vegetarier zum Teil lustig machen. Oder dass es dann so Meldungen gibt, wie zum Beispiel in der Bild, die Grünen wollen uns das Fleisch verbieten oder so ähnlich. Ja, was total die falsche Meldung ist, weil es überhaupt nicht zutrifft, das haben die nie gesagt. Aber macht nichts. Auf alle Fälle behauptet das die Bild natürlich, denn das ist immer wieder toll, wenn man so einen reißerischen, hässlichen Titel hat, bei dem dann wieder die ganzen dahergelaufenen, die eigentlich keine Planung von Politik haben. Das, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Auf jeden Fall ist es natürlich praktisch für die Leute, ja, die sich gerne von solchen Titeln beeindrucken lassen. Und die denken dann eben, das ist so. Und die Grünen, die sind ganz böse. Denn die lassen mich nicht so leben, wie ich möchte. Was natürlich totaler Schwachsinn ist. Ja, und dann kam es zu einer Diskussion. Auf alle Fälle ging es darum, dass es eben hieß, ja, es wird eh so viel Fleisch gegessen, wenn ich jetzt auf Fleisch verzichte, dann passiert gar nichts. Und das ist natürlich eine Argumentation, die zu keinem Ziel führt am Ende, denn wenn man jetzt so an die Sache herangeht, dann kann natürlich auch nichts passieren. Also wenn ich jetzt nichts ändere, wie soll dann auch was passieren? Denn es ist eben so, dass das Problem ist eben, viele denken sich ja, dass jetzt nichts ausmacht, ob sie jetzt Fleisch essen oder nicht, insgesamt.
Aber natürlich ist es so, nur wenn sich jetzt ganz viele Leute so entscheiden, dass es besser ist, wenn man jetzt kein Fleisch isst, nur dann kann es natürlich auch überhaupt dazu kommen, dass es was hilft. Und dass sich das Kollektiv insgesamt jetzt nicht entscheiden kann, ja, wir essen jetzt ab jetzt alle insgesamt kein Fleisch mehr, muss sich natürlich jeder Einzelne entscheiden, auch wenn das natürlich erstmal keinen Unterschied macht. Aber es soll ja auch nicht direkt einen Unterschied machen, sondern langfristig, indem sich immer mehr Menschen umentscheiden. Und da sorgt natürlich so eine Aussage, dass das ja nichts bringt, wenn das nur einer macht. Ja, die führt zu nichts, weil sie einfach Schwachsinn ist. Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen im Thema verheddert, weil eigentlich wollte ich das Ganze ein bisschen anders aufdröseln. Macht aber nichts. Ich finde es einfach nur erstaunlich, wenn Leute auf solche Argumentationen gar nicht eingehen. Denn für mich persönlich ist das schon ein Problem, oder ich bin da auch so ein bisschen in so einem inneren Konflikt. Ich würde gerne Fleisch essen. Oder ich esse sehr gerne Fleisch und ich esse immer noch, denke ich, zu viel Fleisch. Und gleichzeitig, so rein ethisch und umwelttechnisch gesehen, ist es eigentlich schwerlich vertretbar, Fleisch zu essen einfach, beziehungsweise in diesen Mengen Fleisch zu essen, weil einfach die Welt, so natürlich ein Problem hat, wenn man so viel Fleisch isst. Denn man muss sich überlegen, dass all die Tiere natürlich auch Ressourcen verbrauchen und die ganzen Tiere zu dem Kohlenstoffdioxid ausstoßen und Farmland eben nur dazu verwendet wird, um Futtermittel für diese Tiere herzustellen, anstatt dieses Farmland dafür zu verwenden, dass eben Nahrung für die ärmere Bevölkerung auf der Südhalbkugel hauptsächlich produziert wird. Oh Mann, ich verhedder mich heute die ganze Zeit in meinen Scheißsätzen. Das ist unfassbar. Auf alle Fälle, was ich sagen wollte und was das Entscheidende ist, wenn wir weiter so viel Fleisch essen, dann brauchen wir zwangsläufig irgendwann noch einen weiteren Planeten, um das Ganze noch, ja, auf die Beine zu stellen, diese großen Mengen an Ressourcen, die es braucht eben. Und das finde ich dann irgendwie doch besorgniserregend. Von daher muss man sich eigentlich das einfach mal überlegen, wie die Tiere leben und was das eigentlich für Umweltfolgen hat. Und dann kann ich nicht nachvollziehen, warum man dann diese Argumentation, dass sich jeder Einzelne entscheiden muss, wie man das nicht nachvollziehen kann, denn das ist das einzig Logische. Jeder muss sich entscheiden, ob er jetzt Fleisch isst oder nicht. Ansonsten kann sich logischerweise nichts ändern. Ja, auf alle Fälle sind die Zahlen echt erschreckend, wenn man sich das mal genauer überlegt, wie viel da jedes Jahr an Tieren umkommen und so weiter. Ist eigentlich erstaunlich, muss ich sagen, dass ich da noch Fleisch esse, aber irgendwie denkt man daran, also aus Bequemlichkeit vergisst man das dann eben, wenn man jetzt zum Beispiel Lust hat auf Fleisch. Wer denkt denn da schon direkt an also nicht an die Tiere, sondern eher. Ich meine, das mit den Tieren ist eben für viele kein Argument, warum auch immer. Also, dass die Tiere gequält werden. Leute, die Fleisch essen, die interessiert das, denke ich, nicht so stark. Aber vielleicht sollte man auch überlegen, dass es auch der Umwelt schadet. Also nur so als einen weiteren Aspekt quasi, den man ebenfalls bedenken kann, wenn einen das mit den, das, wenn einen die, ich sag mal, Tierquälerei nicht so wirklich packt. Dass man sich auch das mal überlegen kann. Ja. Ja, ich habe mich in dem Thema jetzt ein bisschen verheddert. Ich wollte das eigentlich ganz anders irgendwie. Ja, man kann eigentlich stundenlang darüber reden, aber ich bin so konzentriert im Bauen, dass ich jetzt da alles vorgegriffen habe, was man eigentlich später noch erzählen könnte. Und jetzt weiß ich schon wieder nicht, worauf ich eigentlich mit dem ganzen Thema hinaus wollte. So. Das mit dem Vegetarier werden ist schon schwer. Aber das Wichtigste ist, denke ich, nicht Vegetarier zu werden, sondern dass man erstmal nur den Fleischkonsum reduziert. Allein das schon hilft bestimmt so stark, dann ist vielleicht
das ein oder andere Mal vielleicht auch wieder vertretbar. Vielleicht nicht aus moralischer Sicht, aber aus Umweltsicht, aus Umweltaspekten und so weiter. Und ja. So. Ich bin jetzt bald mit dem Haus fertig. Oder das sollte eigentlich jetzt in dieser Folge fertig werden. Muss ich mal schauen. Ich glaube, ich baue da jetzt hier noch so einen kleinen Balkon rein. So. So. Und so. Mist, wo habe ich denn jetzt meine Birkentreppen? Die habe ich jetzt irgendwo hingeschmissen, wo ich sie gar nicht haben will. Da. So. Birkentreppe, Birkentreppe. Und dann sowas drüber. Und dann kann das Ganze nochmal nach außen gehen. So. Und dann wäre der Teil eigentlich auch so gut wie fertig. Mal gucken. So, 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 so. Gut, kann man den Balkon erkennen? Na, das da oben gefällt mir noch nicht so. Das, muss ich sagen, überrascht mich sogar. Das sah nämlich zunächst mal, dachte ich, eigentlich ganz gut aus. Aber diesmal habe ich irgendwie nicht so meinen Geschmack getroffen. So. Vielleicht indem das noch weiter nach außen geht. Ja, das ist schon besser. Das hat so ein bisschen diesen Farmhaus-Charakter, finde ich. So, dann muss ich jetzt noch die Birkenholztreppen da dran setzen. So, 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 und dann so. Und jetzt brauche ich noch die Half Steps. Wo ist es denn? Na komm, da. Ja, ich bin heute nicht so der Gesprächigste. Ich weiß nicht, dass es liegt immer. Es hängt irgendwie so stark von meiner Tagesform, sag ich mal, ab, ob ich an dem Tag gut kommentieren kann oder nicht. Und ich kann das auch vorher irgendwie überhaupt nicht sagen, ja. Wenn ich jetzt vorher sagen könnte, ja, heute wird das eine gute Aufnahme oder heute wird das eine schlechte Aufnahme, dann wäre das was anderes. Aber an manchen Tagen, da bin ich irgendwie so überhaupt nicht gesprächig. Und ich weiß einfach nicht, woran es liegt. Das ist echt ein wenig ärgerlich. Aber vor allem, wenn man jetzt so YouTube machen möchte. So. Damit wird die Seite fertig und jetzt noch auf der anderen. Dann mache ich es genauso. So. 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 So und so. Jetzt kommen da wieder die Blöcke drauf. So. Und hier mache ich ein bisschen was dazwischen. Zack. Zack und Chuck. Stimmt, hier könnte man eigentlich auch sowas mal einbauen. Geht das noch etwas höher und dann nach vorne und genauso geht's hier zur Seite. Wie schon auf der anderen Seite. Gut. Dann wäre das auch fertig, dann muss ich jetzt nur noch an die Seite. Dann kann ich dieses Haus endlich beenden. Da bin ich doch mal irgendwie ganz glücklich drüber. Ich finde, es täte dem Haus eigentlich ganz gut, wenn da jetzt eventuell sogar noch ein Giebel wäre. Aber das habe ich mir natürlich eigentlich jetzt etwas spät überlegt. Denn dann müsste ich mal gucken, müsste ich hier einen Stamm hinsetzen, da ist schon einer. Ah, wo kommt der hier überhaupt raus? So, wenn ich jetzt hier den Strohballen rausgehen lasse, rechts davon ist hier ein Balken, dann müsste auf der anderen Seite hier ein Balken sein, oder? Ja, und dazwischen müsste Stein. Und
Und dann kommt hier nochmals was hin. Ja gut, dann baue ich noch einen Giebel. Dann habe ich die Folge auf jeden Fall voll. Ich glaube, ich mache das noch etwas dichter. Und baue da jetzt kein Fenster mehr oder so rein. So. Gleich ist das Ganze fertiggestellt. Ich freue mich schon auf das Ergebnis. Inzwischen ist es bei mir so, dass Bauen fast eher so eine Art Mittel zum Zweck ist. Also ich habe mehr Ideen eigentlich, als ich umsetzen kann. Also das ist ein bisschen traurig. Und ich habe irgendwie auch nicht so richtig Lust, häufig zu bauen. Also es ist häufig so, dass ich dann zwar meine Ideen habe, aber dann irgendwie keine Lust, sie umzusetzen. Na, schau. Ich glaube, da ich jetzt hier eigentlich dasselbe Dach habe wie nebenan, übernehme ich gerade, was dort drüben ist. So. Mal gucken. Hier ist natürlich das Dach nochmal höher. Ja gut, ich mache mir das jetzt hier nicht so allzu kompliziert. Kommt hier wieder ein bisschen Steintreppe dran. Und dann ein kleiner, ja vielleicht hier einfach mal nur ein Fenster. Vielleicht mal ein breiteres. Und so. Ja, das ist immer die Frage bei der Hausgestaltung. Wenn man jetzt ein größeres Haus baut, darf man sich nicht im Stil, sag ich mal, verlieren. Und das ist ehrlich gesagt ein Problem, was ich häufiger habe. Also es passiert mir nicht selten, dass ich mit einem Stil anfange bei einem Haus, der mir gut gefällt. Und dann ändert sich das irgendwie und am Ende gefällt es mir nicht mehr so wirklich. So, so, da geht's nach außen. Dazwischen ist wieder Fachwerk, das Ganze muss ja auch stabil sein und sicher gegen potenzielle Leute, die da angerannt kommen. Wobei das Ganze natürlich jetzt Historismus ist, habe ich mich ja darauf geeinigt, damit es hier in die Stadt passt. Das heißt, quasi es ist einem Idealbild von Mittelalter nachgeahmt. Das heißt, es muss keinen Zweck erfüllen, es muss nur gut ausschauen. Und somit habe ich dieses Problem der zweckmäßigen Gebäude auf eine gewisse Art und Weise gelöst. Und das ist das, was ich sage. Ja, ich nehme doch bestimmt erst so 15 Minuten auf und es fängt schon wieder an zu regnen. Und immer wenn ich den Regen ausschalte, dann kommt er wieder. Es ist einfach nur fürchterlich. Hat er jetzt überhaupt... Ach so, ich habe jetzt dreimal... Dreimal habe ich Tag gemacht. Was? Slash Toggle Down Fall. So. Und jetzt... Kommt die Fassade noch fertig. In der Folge. Das muss doch möglich sein. Nee, das geht bis hoch. So. Oh, schönes Licht. Hier noch ein Block. Ah. So, und dann nochmal ein bisschen Fachwerk. Und da oben, das mache ich jetzt einfach zu. Und dann kann man da noch ein bisschen... Ja, vielleicht kann man da in der Mitte nochmal sowas hochgehen lassen. Keine Ahnung, jetzt baue ich da mal wieder oben random Shit rein, so wie ich das schon mal gemacht habe. So, komm, das dürfte jetzt gewesen sein, ich habe jetzt keine Lust mehr auf dieses Haus. habe ich jetzt lang genug gebaut, finde ich. Und ich möchte jetzt das Endergebnis noch bewundern können und euch zeigen können, bevor ich die Folge beende. Und dann bin ich auch schon glücklich. Und irgendwie hängt mir was im Hals offensichtlich. So, zack, zack, zack. Hm. Zack, zack.
zwei Blöcke drauf. Zack und zack und zack. Und zwei Blöcke drauf und dann... So. Da hätten wir das Ganze. Glaube ich. So. Nee, so. 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 Und so. Und so. Ja. Jetzt ist das Haus zumindest rein optisch von außen fertig. Das könnte man jetzt so nach dort vorne setzen. Jetzt schaue ich es mir aber erstmal insgesamt an. Wir haben hier einen Eingang mit rechts mit Turm. Und dann werden es irgendwie immer mehr Giebel, die an dem ganzen Teil dranhängen. Aber das finde ich zumindest von unten sieht es eigentlich von allen Seiten ganz ordentlich aus. Und das ist das Wichtigste. Von oben ist es nicht ganz perfekt. Das ist ein bisschen zu durcheinander, finde ich. Also das sieht ein bisschen aus wie so, ich weiß nicht, es sieht so geplant aus wie eine Kirche dort vorne oder so. Keine Ahnung. Sieht nicht so ganz realistisch aus. Hier könnte ich jetzt noch einen Eingang einbauen. Das kann ich ja das nächste Mal machen. Ich kann dann eh noch ein bisschen Architektur, Innenarchitektur einbauen. Hier ist ja schon ordentlich Platz. Ja, und dann würde ich sagen, beende ich jetzt einfach mal die Folge. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. Ich beende hiermit diese Wolfenbüfflix-Shorts-Episode und mal schauen, was ich das nächste Mal mache. Vorschläge wie immer gerne in die Beschreibung, genauso für die Themen, bei denen ich jetzt diesmal ziemlich gefailt habe, weil mir erst eingefallen ist, dass ich hier über irgendwas reden sollte, als ich angefangen habe zu reden. Ja, da fallen mir noch nicht so richtig die guten Einleitungen ein. Ja, ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem Gebäude. Vielleicht seht ihr das auch so, könnt ihr auch mal in die Beschreibung schreiben, ob euch das so gefällt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, danke fürs Zuschauen und...